Herzlich willkommen zu Episode 8 meiner Quizshow. Letztes Mal wollte ich von euch wissen, was denn im CERN erforscht wird, und das habt ihr geantwortet. Ihr sagt, es ist die Teilchenphysik. Das ist richtig. Das CERN ist das weltgrößte Forschungszentrum auf diesem Gebiet. Ja, ein paar weitere Zahlen und Fakten. Das Gebäude oder der Ort, in dem es sich befindet, ist Meyrin im Kanton Genf, also in der Schweiz. Und das Projekt zählt 21 Mitgliedstaaten und Deutschland ist der Hauptgeldgeber mit 180 Millionen. Ja. Im CERN arbeiten 3200 Menschen und zusätzlich 10.000 Gastwissenschaftler. Und das Projekt hat ein Jahresbudget von ca. 900 Millionen Euro. Jedenfalls war das im Jahr 2014 so. Ja, gegründet wurde das Ganze am 29. September 1954, also schon einige Jahre her. Und erst wollte man die Kernenergie erforschen, dann baute man aber Teilchenbeschleuniger und das Ganze führte noch ein bisschen weiter. Ja, was macht man eigentlich genau im CERN? Man untersucht den Aufbau der Materie und fundamentale Wechselwirkungen zwischen Elementarteilchen. Also eigentlich bedeutet das, dass man wissen will, woraus das Universum besteht und wie es funktioniert. Ja, dazu werden Teilchen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit, also 300.000 Kilometer pro Sekunde, beschleunigt und zur Kollision gebracht. Ja, Teilchendetektoren nehmen dann alle Bewegungen auf und man gewinnt Erkenntnisse über die Eigenschaften der Teilchen. Wie funktioniert so ein Teilchenbeschleuniger? Das ist ein riesiges Gerät mit einem Umfang von 26,6 Kilometern. Das Ganze ist unterirdisch angeordnet und der Teilchenbeschleuniger enthält 9300 Magneten. Durch die Abstoßungskräfte werden da die Teilchen beschleunigt. Um die Reibung so gering wie möglich zu halten, wird die ganze Apparatur auf minus 271,25 Grad Celsius heruntergekühlt und so entstehen diese wahnsinnig schnellen Geschwindigkeiten. Vielleicht habt ihr es gehört, man munkelte, also es gab die Gerüchte, dass es kleine schwarze Löcher entstehen bei dem Betrieb dieser Teilchenbeschleuniger. Das ist umstritten. Also einige sagen, die Energie müsste noch viel, viel höher sein, als die jetzt ist. Und andere sagen, es könnte passieren und einige hoffen sogar, dass schwarze Löcher entstehen, denn dann könnte man sie endgültig beweisen und Erkenntnisse darüber gewinnen. Ja, ziemlich kontroverse Diskussion hier. Noch ein ganz interessanter Fakt nebenbei, das CERN führte mit zur Entwicklung des Internet. Da gab es nämlich einen Forscher namens Tim Berners-Lee, der hatte da ein paar Kommunikationsschwierigkeiten damals mit seinen Kollegen und er hatte die Idee, Mensch, tun wir doch ein Netzwerk aus Computern schaffen, dann funktioniert das alles schneller und einfacher und so entstand das Internet 1989 im Projekt des CERN. Ja, Gott sei Dank hat der gute Tim hier das Internet entwickelt und so können wir wahnsinnig viel lernen und ihr habt nämlich die Kategorie für die nächste Folge ausgewählt, da wart ihr euch ziemlich uneins. Einige sagen Sport, einige sagen Geografie. Nehmen wir mal Sport, weil Geografie hatten wir schon. Und da lautet die Frage, wofür stehen die Olympischen Ringe? A für griechische Gottheiten, B für die Kontinente, C für die Hauptsportarten der Olympischen Spiele oder D für die Olympischen Zeichen, also olympische Fackel und olympischer Gedanke und sowas. Ja, wählt weise. Die Antwort gibt's im nächsten Video. Bis dahin könnt ihr wie immer die Kategorie auswählen. Die Links dazu sind unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr was gelernt habt, ihr wisst das, abonnieren, Daumen hoch, ja. Und wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis dahin, ciao.